Moin, moin, liebes Supersuchtis, mein Name ist Fluppy. Da hat wohl jemand vor, die Multiplayer-Shooter-Szene aufzumischen. Als Entwickler von Titanfall kann man wohl den Mund ordentlich voll nehmen zurzeit. Das Only-Online-Game hat viele Gamer beeindruckt auf der Gamescom. Einige meinen sogar, es sei der beste Multiplayer-Shooter, der rauskommt. Producer Drew McCoy hat nun in einem Interview über den Überlebensaspekt des Games gesprochen. Anders wie bei COD oder Battlefield soll es nicht möglich sein, jemanden am anderen Ende der Map mit einem Headshot zu töten. Across-the-Map-Kills, ohne dass man weiß, von wem und woher man erschossen wurde, seien einfach nur schrecklich. So McCoy. Das soll es in Titanfall auf jeden Fall nicht geben. Außerdem sprach er über das Spawning-Problem in alten Call of Duty-Spielen. Das will man in Titanfall auch komplett umkrempeln. Durch intelligente Algorithmen spawnen Feinde oder verbündete AI und Spieler zum Beispiel als Airdrop an passenden Stellen. Man habe also gelernt. Immerhin ist Respawn Entertainment voll mit ehemaligen COD-Entwicklern. Freut ihr euch eigentlich schon auf Titanfall? Mehr News und Gameplay gibt es bei uns täglich. Abonniert uns, liked das Video. Oben links, da sind all die News in einer Playlist zusammengefasst. Und diese beiden Videos, die haben wir auch für euch.